Hey Leute, ich bin Simpson und zwar geht es darum, wir haben diesmal angerufen bei der Arbeitsagentur. Ich habe mich als Ausländer ausgegeben, der wirklich gar kein Deutsch kann, sehr schlecht. Guckt euch an, ich habe die ein bisschen aufs Korn geführt. Wenn euch das Video zum Lachen gebracht hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Schreibt ins Kommentarfeld, wo ich als nächstes anrufen soll. Drei Begriffe, die nichts miteinander zu tun haben. Viel Spaß damit. Schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Fethi Küçükyarak und ich will Arbeit, weil gestritten mit Chef der Baustelle und nicht nochmal Baustellearbeit. Sind Sie gekündigt worden? Die gekündigt, er hat gesagt zu mir, ich brauche nichts kommen. Ich weiß nicht, ist dann gekündigt? Ich glaube ja. Genau. Schriftlich haben Sie es aber noch nicht. Was schriftlich? Eine schriftliche Kündigung haben Sie nicht. Ich habe gar nichts schriftlich. Schickt er Ihnen dann aber sicherlich nochmal zu. Sie müssen sich persönlich arbeitslos melden, hat auch kein Datum benannt? Ich war arbeitslos schon gemeldet, als ich gearbeitet habe bei Ihnen. Sagen Sie mir mal Ihre Kundennummer. Ich keine Kundennummer, jetzt Zettel da habe ich da. Ich wollte einfach sagen, bei Baustelle ich nicht mehr arbeiten will und... Dann müssen Sie sich arbeitslos melden, gleich morgen früh mit Ihrem Personalausweis. Und ich irgendwie was anderes anspruchsvoller. Bitte? Ich was anderes brauchen, so ein bisschen anspruchsvoller. Ja, habe ich verstanden. Dann aber erst morgen früh anmelden in der Agentur, wenn die Kündigung kommt. Können Sie Ihren Chef nochmal fragen, für wann Sie dann gekündigt sind? Oder wollen Sie ihn nicht mehr ansprechen? Ich muss gucken, mein Sohn macht so eine Papierkram-Geschichte. Also. Ich kann nichts. Auf jeden Fall morgen früh hin, um keine Fristen zu versäumen. Ich habe eine andere Frage. Wenn ich jetzt komme bei Arbeitsamt, was will Arbeitsamt von mir? Wo wohnen Sie denn? Ich wohne in Hamburg. Sie wohnen in Hamburg. Weil ich habe gestritten mit Chef, weil Chef gesagt, 2 Monate, er macht so und dann noch auf Papier. Aber dann hat er gemacht nach 1 Monat schon auf Papier und war nicht Vereinbarung abgemacht so. Zeigen Sie mir mal die Straße, in der Sie wohnen. Ich wohne Straße dabei, Belgedorfer Straße 12. Ich habe bei euch noch nicht registriert. Weil ich hab gar kein Geld gekriegt von euch. Ja, na dann müssen Sie sich anmelden. Da muss anmelden, weil normalerweise Registrierung bei euch. Genau, aber da das Arbeitslosdatum schon eingetreten ist, müssen Sie sich gleich morgen früh persönlich melden. In Agentur für Arbeit Bergedorf in der Johann-Meyer-Straße 55. Johann und Meyer ist ja der Mensch? Also heißt die Straße. Ah, ich dachte Johann, weil Johann auch Menschname. Und Meyer auch Menschname. Das stimmt. Ja. Ist Menschname. Deutscher Menschname. Genau, deutscher Menschname. Aber so ist das. Vielleicht war es ein Freiheitskämpfer. Nazi? Das weiß ich nicht. Ah. Ich denke mal nicht, dass man nach dem Nazi die Straße benennt. Das Ach so, aber es gibt auch Adolfstraße. Ja, Adolf können ja viele heißen. Ja, mein Chef... Das ist ja nicht unbedingt eine Strafe. Also, heißt bei Ihnen auch Verwandten Adolf? Nein. Dann, wenn ich jetzt gehe, Arbeitsamt. Mhm. Arbeitsamt zahlt pünktlich oder auch wie mein alter Chef? Ihre Unterlagen, die Sie dann einreichen müssen, pünktlich abgeben, dann zahlen wir auch pünktlich, ja. Weil mein alter Chef nicht pünktlich, mal so, mal vierte, mal siebte und immer Stress mit Vermietung. Wir zahlen immer zum letzten des Monats. Darum immer mit Deutsch, darum. Weil dann ist ja Arbeitagentur meiner Arbeitgeber. Genau. Und weil der andere da immer Stress mit Mieter. Bitte? Weil ich immer Stress mit Mieter. Weil Geld nicht am 1. Mieter am 1. Und Stress immer, weil ich gekriegt habe mal am 4. mal 7. Dann muss ich immer meine Frau mal kochen und dann ihn geben und dann war man beruhigt. Deswegen. Na, das ist ja wenigstens was, wenn er mit einer Suppe zufrieden war. Na, nicht Suppe. War anspruchsvoll. Das gibt doch eine anspruchsvolle Suppe. Ja. Ne? Ja. Also, Sie haben sich notiert, morgen früh nach Bergedorf in die Johann-Meyer-Straße 55.
Ich andere Frage noch. Wenn ich jetzt mache Termin bei Agentur, bei Arbeit, kann ich auch Krankschreibung machen? Sie können Krankschreibung machen, wenn sie nicht beabsichtigt ist. Also wenn man normal krank wird, kann man auch bei der Agentur für Arbeit sich krank melden, das ist richtig. Okay, und wann Arbeitszeit, wenn ich hinkomme? Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 12 Uhr. 8 bis 12 muss ich da arbeiten? Von Montag bis Freitag. Muss Wochenende frei? Am Wochenende arbeiten wir nicht, das ist richtig. Nein, ich will auch arbeiten beim Arbeitsamt. Sie wollen beim Arbeitsamt arbeiten? Ja, ich habe doch gesagt. Weil Sie haben gesagt, 8 bis 12, Montag, Freitag. Und das ist Wochen- die Öffnungszeit, genau. Ah, ich wollte aber Arbeit beim Arbeitsamt suchen und Bewerbung. Das können Sie um die gleiche Zeit tun, 8 bis 12 Uhr. Aber muss ich 8 bis 12 da arbeiten? Und wie kann ich bei Arbeitsagentur arbeiten? Weil sie haben mir gesagt, zahlt pünktlich und ich brauche. Sie müssen sich der Arbeitsvermittlung erstmal zur Verfügung stellen. Dann kriegen Sie einen Termin bei Ihrem Arbeitsvermittler und der spricht mit Ihnen solche Sachen alles durch. Sie müssen Bewerbung schreiben. Ich bewerbung schreibe. Und Vermittlungsvorschläge in Ihrem Beruf und dann hoffen wir, dass Sie bald wieder in Arbeit kommen. Aber warum Bewerbung schreibe? Ja, wie will man sonst eine Arbeit bekommen? Kann man nicht so Kontakt sprechen? Kann man auch. Aber ich kann auch persönlich vorsprechen bei den Arbeitgebern. Ist ja auch in dem Sinne eine Bewerbung. Ja. Haben Sie auch Kontakt zur türkischen Arbeit? Hallo? Nein, eigentlich nur zu deutschen Arbeitnehmern. Arbeitgebern. Aber es gibt natürlich auch türkische, wenn Sie sich eine Stelle melden. Weil bei mir in der Nähe von Belgedorfstraße ist eine neue Kiosk und Chef, ich glaube Türke. Und meine Nachbar hat gesagt, ich einfach hingehen. Und dann können Sie ja machen. Aber die Kundschaft auch Deutsch. Na hoffentlich. Aber ich will eigentlich nur Türkisch zu tun haben. Das Problem ist, wenn ich mache nur deutsche Menschen, dann deutsche Mensch macht mit mir vielleicht Spaß, weil nichts gut Deutsch. Sie können doch ganz gut Deutsch. Find's gut? Na klar. Gut. Wir verstehen uns doch. Gut, dann machen wir so. Ich komme dann vorbei bei Arbeitsagentur mit meinem Sohn. Weil mein Sohn arbeitet auch bei Agentur für Arbeit bei Ihnen schon. Na, das ist ja prima. Und dann komme ich mit meinem Sohn, genau. Aber mein Sohn arbeitet Bildstedt. Was macht er? Arbeit Bildstedt. Aha, naja, er kommt hier nur als Begleitung mit. Genau, kommt so viel Sprechübersetzung. Genau. Gut. Das ist gut. Okay, danke schön. Gerne, schönen Tschüss. Abend noch. Obacht, Freunde. Letzte Woche haben wir ein Video über Justin Bieber gemacht. Ich glaube, das Abonnentenmodul hat gesponnen. Deswegen, das Video ist jetzt hier. Guckt es euch an, gebt dem Video eine Chance. Es ist meines Erachtens wirklich sehr lustig. Tschüss und verbreitet das Video und auch das Telefonschreibvideo.